Auseinandersetzung der WBO Interconti-Meisterschaft im Schwergewicht. Der Titelträger Taras Bidenko aus Hamburg in der schwarzen Hose und sein schlagstarker Gegner aus der Ukraine, Wladimir Wirtjes in der weißen. Taras schlägt ja sehr schöne linke und rechte gerade. Da wieder 1-2, wenn er da drin. Aber er muss weg da vom Mann. Das ist genau wie es richtig ist, wie er es im Augenblick macht. Noch läuft's gut für Taras. Die letzten 30 Sekunden in dieser Runde und er führt ziemlich sicher. Aber er darf sich keinen einfangen. Er muss aktiv bleiben und er macht sehr gut im Augenblick. Er darf nur nicht stehen bleiben und sich hier auf einen Schlafwechsel einlassen. Gute Runde. Trotz des Endspurts von Wirtjes, der es noch mal wissen wollte, aber nicht schaffte, diesen Kampf in der 11. Runde zu beenden. Eine wirklich faszinierende Angelegenheit hier. Es steht immer auf das Messerschneider einfach deshalb, weil dieser Wirtjes, dieser Wladimir Wirtjes so gefährlich ist und solche Schlagkraft hat. Er steckt ja ordentlich ein, muss man sagen. Harte Treffer, wirklich harte Treffer. Und sein Gesicht so gut wie nicht gezeichnet. Naja, eine kleine Rötung unter dem rechten Auge, aber nichts Ernstes, nichts Vergleichbares. Taras Bidenkos Augen sind deutlich geschwollen. Gerfen Müller stimmt das Publikum ein auf die letzte Runde hier. Gute Gegenattacke von Taras. Er muss damit rechnen, dass in dieser letzten Runde Wirtjes noch einmal alles auf eine Karte setzt. Und er kann diese Runde mühelos abgeben. Selbst wenn er die Runde verliert, gewinnt er nach Punkten klar und deutlich. Das kann er ruhig Sven Ottke machen hier. Das ist die Gefahr, das ist die Gefahr. Молодец! Молодец!
Ja, absolut. Er muss auf die Rechte aufpassen, wie es da aus seiner Ecke auch kommt. Er muss laufen und schlagen dabei. Solange er ihn beschäftigt, solange ihn angreift, ist Wirtjes nicht so gefährlich, als wenn er ihn an den Seil stellt. Ups, da war er, da hat er getroffen, hat er weggesteckt. Aus, aus, vorbei. Musste zählen, musste schon, zählen musste schon, zählen musste schon. Na gut, schafft er nicht. Tja, der Hunter. Das war nicht ganz korrekt, wie der Ringrichter das gemacht hat, eben zumindest auszählen müssen. Es war nicht so, dass er völlig weggetreten wäre, aber ich glaube, unterm Strich wäre es auch selber rausgekommen. Insofern sollte ich mich ein bisschen verhalten in meiner Kritik äußern. Ja, hier sehen wir es nochmal. Hat ihn dann an den Seilen voll erwischt. Das war der Schlag. Von dem hat er sich nicht mehr erholt, bis er dann nochmal getroffen wurde. Da ging es noch gerade, aber da dann der nächste Treffer und das war's dann. Ja, wenn man sich auf diese Situation an den Seilen einlässt, irgendwann klappt es dann doch. Und da hat's. Ich denke, ein Riesenapplaus für Weidhoff. Ein Wahnsinnskampf, muss schon sagen. Und damit hat Wladimir Wirtjes nicht den IBF-Interconti-Titel, sondern auch den WBO-Interconti-Titel. Klare Entscheidung, da kann man nicht dran deuten. Eindeutiger als K.O. kann man nicht gewinnen. Organisation, aber das war ein kleiner Versprecher. WBO, nicht WBA. Anhaltender Beifall für Wirtjes und auch für Taras Biedenkamp. Das geht gleich weiter, in wenigen Augenblicken. Und zwar machen wir weiter mit einer Begegnung im Supermittelgewicht.